Also Mensch, was haben wir dieses Jahr für eine Saison erlebt? Ne? Ja, das sag ich dir. Mann, oh Mann, oh Mann, du. Mit dem ganzen Querelen am Anfang, Trainerwechsel und jetzt Corona noch. Der ganze Scheiß drumherum. Ne? Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ne? Ja, das ist natürlich super. Ne? Was schön ist, ne? Aber du bist ja auch immer kreativ. Wir machen ja ab und zu mal, unterstützen wir ja mal ein paar Projekte. Und dieses Jahr wollten wir eigentlich mal Palliativmedizin vom UKSH hier in Kiel unterstützen. Und du bist doch immer kreativ. Sag mal, hast du nicht irgendwie noch eine Idee, was wir vielleicht machen könnten oder so? Ja, Wolle, du wirst es nicht glauben, aber ich habe da mit einem Kumpel von dir schon was vorbereitet. Nee! Doch. Och, gibt's doch gar nicht. Ich kann es dir mal zeigen. Warte mal. Moin Stolle! Moin! Dankeschön Stolle. Also ich halt mal mit fest, was ist denn da drin? Das ist ja Wahnsinn. Das zeige ich dir, lieber Wolle. Guck mal, was wir hier schön haben. Wow! Boah, cool! Ja, wir haben gedacht, damit die Holstein-Fans gut durch den Sommer kommen, gut und gesund. Ne? Ja, toll. Und deswegen haben wir die mal für dich gebaut. Das finde ich ja toll. Das finde ich ja klasse. Passform ist ja auch gut. Komm, wir setzen die mal auf und gucken mal, wie die aussehen. Mensch, Taso, das ist wirklich eine klasse Idee. Vielen, vielen Dank an dich und deinem Team vom Snickers Concept Store, dass ihr so eine kreative Idee habt. Einfach wunderbar, dass wir sowas umsetzen können, Störche für Störche, so soll es ja sein. Ich finde es natürlich klasse, wenn möglichst viele Fans diese Maske kaufen, weil es der Palliativmedizin vom UKSH zugutekommt. Und desto mehr es kaufen, desto mehr Geld können wir natürlich auch der Palliativmedizin vom UKSH zur Verfügung stellen. Das wäre großartig. Taso, tolle Idee. Ich glaube, so können wir in die Zukunft gehen. So können wir in die Zukunft gehen. War uns eine Freude. Kilaui. Vielen Dank.